ist eine schöne, eine schwierige, eine spannende Herausforderung. Ich habe die ersten Schritte dazu gelernt in der DDR-Zeit. Denn da gab es viele Dinge, die dem erreichten Fortschritt in der Heilsgeschichte widersprachen. Also, da sind uns Freiheiten und Rechte genommen worden, die zur Freiheit eines Christenmenschen doch nun wirklich seit rund 500 Jahren und einige Rechte erst seit 100 und seit 150 Jahren gegeben worden sind bzw. erkämpft worden sind. Und dem musste, fand ich, um Christi Willen widersprochen werden. Liebe Schwestern und Brüder, wir leben in dieser Woche in einer wirklich historischen Zeit. Weil da werden zum ersten Mal in einer Woche 500 Milliarden alleine in einem Land beschlossen, was fast das Doppelte des Bundeshaushaltes für ein Jahr ausmacht. Und zugleich hören wir in dieser selben Woche, dass 1 Milliarde Menschen an Hunger leiden. Und wenn man sich anguckt, wo kommt das Eier, was da jetzt passiert und zusammenbricht, dann müssen wir mit großer Bitterkeit erkennen, dass die Staaten, in denen dieses globale Casino gespielt wurde, alles Staaten mit einer christlichen Tradition sind. Bis auf Japan. Wir müssen uns also als Christen fragen, wie wir so Perverses haben zulassen können. Denn es war ja zu sehen, dass dort ganz Ungeheuerliches und Perverses letztlich geschehen ist und immer wieder auch geschehen. Christen haben in den Banken und Börsen gearbeitet, in denen diese Katastrophe sich entwickeln konnte. Und deshalb sind die Kirchen dieser Staaten, denke ich, der Welt auch in dieser Situation ein Schuldbekenntnis schuldig, ein Sündenbekenntnis. Weil wir dies zugelassen haben, dem nicht klarer und tapferer widersprochen haben. Die große Chance in dieser Situation ist, dass wo die Not am größten ist, dort das Rettende auch wächst. Das heißt, dass wir vielleicht eine Zeitenwende haben. Und wie 89 der Kommunismus endgültig zusammengebrochen und beendet worden ist, so geht heute der Irrweg des Neoliberalismus zu Ende und wir müssen neue, tragfähigere Antworten entwickeln, wie Staat und Markt in einem sinnvollen Verhältnis in der Zukunft sein sollen. Was mich als Christ in der Politik immer wieder auch motiviert hat, ist etwas, was Sie in Potsdam auf der Freundschaftsinsel in einer kleinen Skulptur sehen können, nämlich ein Satz von dem großen Staudenförster, der gesagt hat, wer die Welt verändern will, der muss wacher sein und tiefer träumen als andere. Oder Jean Monnet, der es so gesagt hat, wer in Europa nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Das finde ich, das können Christen in besonderer Weise Balance halten als Christ zwischen Wachsam und Träumen. Also zwischen der Geduld, dicke Bretter zu bohren und zugleich ungeduldig zu bleiben angesichts der ungerechten Ordnung unserer Welt. Und in dieser Weise lassen wir uns immer wieder getrieben sein durch Gottes Wort, durch seine Offenbarung und in dieser Weise in unserem Glauben
Sprung zu machen in das, was dem Wissen nicht zugänglich ist, was unser Leben aber reich macht, in dem wir glauben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.